Herzlich willkommen zurück zu Magic Duels mit Arezu. Ich bin Arezu und gut. Ich habe mich gerade eben beim Einschalten des Spiels dazu entschlossen und oh, das hier sollte ich vielleicht mal machen. Okay, ich habe mich gerade umentschieden. Eigentlich wollte ich ein Archetyp Duell machen und das Ganze den Deck Bau, wapp, hier bin ich schon wieder falsch, den Deckbau mit in diese Folge direkt reinpacken. Weil Archetypbau, na, braucht nicht wirklich lange. So, ich muss 6 Schaden mit einer Kreatur machen. Theoretisch ist mein Deck dafür gar nicht schlecht. Praktisch, na, bin ich nicht so gut gegen Spieler jetzt, dass ich wirklich gut bin. Ich habe keine Ahnung, wie der Satz angefangen hat. Deswegen weiß ich nicht, ob das Ende jetzt gerade hingehauen hat. So, okay. Okay. Ich muss gegen jemanden spielen, der schon auf Stufe 2 ist und ich verliere eh dauernd. Das wird nicht gut. Gut, aber meine Anfangshand ist okay. Spielen wir zuerst diesen Sumpf. In der nächsten Runde spiele ich dann die Kapelle. Und dann den Malakirkeuler. Und dann die Pilgerin des Heliot. Jedenfalls, wenn alles so läuft, wie es ja jetzt sinnvoll erscheint. So, hier haben wir den Malakirkeuler. Der hat auf jeden Fall schon mal blau im Deck. Das ist natürlich gefährlich. Das bedeutet, dass er meine Karten auch durchaus mal gerne auf die Hand zurücksenden kann, was gerade beim Malakirkeuler zu Problemen führen kann. Okay, er hat im Prinzip... Okay, bis eben ungefähr das gleiche gemacht wie ich. Mal sehen, ausrüsten kostet 1. Ja, dann kann ich theoretisch die einfach mal direkt rausholen. So. Achso, nee, für jede andere Kreatur, die ich kontrolliere. Gut, dann verstärken wir den mal. So. Ach ja, wir können ja mal nachgucken. Blau-Schwarz, na klasse. Das Gute ist, das könnte für eine Daily sein. In diesem Falle hätte er ein Archetyp-Deck, was meine Chancen drastisch steigern würde. Weil Archetyp-Decks sind nun mal schlecht, per Definition. Könnt ihr gerne im Duden nachgucken, Archetyp-Deck. Ich bezweifle, dass ihr da was finden werdet. Und was kommt da? Dürfte ich mal bitte... Okay, kommt plus auch plus, wenn man den Sumpf kontrolliert und kann Lebensverknüpfung verleihen. Gut, jetzt brauche ich gleich Länder. Aber jetzt holen wir uns erst einmal eine Verzauberung. Das hier sieht doch gut aus. Dadurch, dass ich schon die Ritterehre auf der Hand habe, wäre das auch eine sehr gute Kombi dann. Jetzt anzugreifen, nicht wirklich sinnvoll. Wenn er angreifen sollte und sich denkt, ha, ich packe Lebensverknüpfung auf, dann ist er ein relativ schlechter Spieler. Dann kann ich nämlich mit beiden blocken und die vernichten. Und macht er? Oh. Er hätte es beinahe übersehen. Okay. So. Und die Ritterehre. Dadurch haben wir schon mal eine 4-6er-Kreatur. Und ich kann damit durchaus angreifen. Jetzt hoffen wir bloß, dass er nichts Entsprechendes auf der Hand hat. Und kommt was? Kommt was? Spann mich nicht auf die Folter. Nee. Bisher läuft's gut. Theoretisch kann ich mich an der wöchentlichen Quest gleich beteiligen. Denn ich habe die umgewandelten 5 hier durch... Und was kommt da? Bedrohlich, und wenn er ins Spiel kommt, kannst du... Oh. Seht ihr? Das meine ich. Schwarze Decks.
Und blaue Decks auch. Generell Decks. Decks sind immer böse. Gut, dann bekommt er jetzt ein bisschen Leben wieder. Verliert das Kind der Nacht. Ich verliere etwas von meinem Leben. Aua. Und wurde etwas zurückgeschlagen. Aber nicht komplett. Oh, mit Erstschlag zum Ausrüsten. Das ist sehr gut. So, und... So. Vor allen Dingen haben wir jetzt was mit 3-3. Ist natürlich auch ganz gut. Wegen dem hier. Kann nur zerstören, wenn die Angriff und Stärke nicht... Angriff und Stärke nicht gleich sind. Also für den Fall, dass er den nochmal hat. Wenn er jetzt übersieht, dass ich Erstschlag habe, könnte er hiermit angreifen. Und wenn er hiermit angreift, kann ich mit beiden blocken. Für den hier hat er nicht genug Angriff. Den hier könnte er dann erlegen. Was haben wir hier? Verzaubert eine Kreatur, enttappt nicht während des Enttapp-Segments. Okay. Das heißt, ich kann im Prinzip jetzt nur noch einmal benutzen. Okay. Machen wir das. Ja, er zerstört erst den und der hier enttappt nicht mehr. Okay, jetzt macht er den Lebensraub auch noch, um sich noch ein klein bisschen zu heilen. Lebensverknüpfung, Entschuldigung. Ich denke dauernd an League of Legends während ich... Magic spiele und das ist problematisch hier. So. Achso, oh! Haha! Daran habe ich auch nicht gedacht. Er hat einen kleinen Fehler gemacht, weil... Moment mal. Warum eigentlich? Der ist doch gar nicht... Oh nein, man tappt nicht, wenn man blockt. Okay. Das ist auch etwas, das ich ab und zu vergesse. Da muss ich mich demnächst bei meiner Schwester mal entschuldigen, weil ich ihr dauernd vorgeschrieben habe, dass man tappen muss, wenn man blockt, was offenbar überhaupt nicht stimmt. Oder es wurde nicht im Spiel richtig umgesetzt, das müsste ich mal nachschlagen. Ist auch doof, dass in dem Starterpack, das ich habe, in der Deckbaubox keine wirkliche Anleitung drin ist. Also kein Regelwerk. Okay. Nach einer ganzen Weile Geplänkel sind wir jetzt nicht wirklich weiter. Die Pilgerin des Heliot könnte ich mir holen, um mir eine weitere Karte zu holen, aber nein. Okay, holen wir erstmal das hier raus. Dann ist es da, falls ich es brauche. Und wir können es auch einfach mal ausrüsten. Ja, ist in Ordnung. So, und falls ich den irgendwann mal blocken lassen müsste, nicht blocken lassen, angreifen lassen müsste aus irgendeinem Grund, kann ich ihn danach mit dem Knochenspreis erlegen. Meine eigene Kreatur. Achso, nur ein Land. Wirklich? Okay, der wird irgendwas haben. Kann nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr Kreaturen. Das erklärt's natürlich. Ja. Hier, der zeigt zwar, dass ich blocken könnte, aber wird nicht gehen. Hier. Okay, aber das heißt, ich kann Achso, nein, dann enttappt der ja gleich wieder. Was machen wir, was machen wir? Ich könnte was auferstehen lassen, um es zu opfern. In diesem Falle wäre natürlich die Pilgerin wieder das zu wählende. Ich mach das.
So, und obwohl eigentlich brauche ich eher etwas, das ich dann auch behalten kann. Das heißt, ich hole mir den Malakirkeuler, greife jetzt hiermit an, mache die 3 Schaden, beziehungsweise 4 Schaden, dadurch, dass es ja ausgerüstet ist. So. Und ja, dann benutze ich den Knochenspreißer, um das hier zu opfern. Dadurch kann ich den gegnerischen erledigen, diesen Elb, Elf, nicht Elb. Wobei das gleiche ist, bei Tolkien auch. Die Elben heißen dort auch, ja, Elfen, Elf. So, mein Malakirkeuler bekommt seine erste Marke. Jetzt ist die Frage, ob das gut. Na, ganz klasse. Ja. Ist ein bisschen problematisch. Ich verliere meine Kreaturen dauernd. Das ist schon wieder der. Diesmal kann er nicht zerstören, weil gleich und. Ich glaube, der kann nur. Achso, nicht Elfen. Deswegen Riese wäre schon mal schön. Es befinden sich 2 Spontanzauber und oder Hexereikarten in meinem Friedhof. Na, das nenne ich mal schön. Ich habe nämlich auch was mit Erstschlag drin, das ich sehr gut gebrauchen kann. So. Jetzt hat er nur 3 Leben, aber immerhin 4 Angriff. Und Erstschlag. Damit sieht mein Feld irgendwie um einiges schöner aus als seins. Angreifen will ich jetzt trotzdem noch nicht. Und zum Glück habe ich das jetzt gerade erst gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich 3 von den 4, die er maximal im Deck haben kann, hat, ist relativ unwahrscheinlich. Wem verleihen wir das jetzt so? Das zählt nur für die, die nicht angreifen, oder? Und für jede andere Kreatur, die du kontrollierst. Okay, dann. Ich will eigentlich beide behalten. Da. Habe ich jetzt so zufällig ausgewählt, wem ich das gebe. Bringt ja eh erst was im Angriff, aber ich wollte es jetzt so schon ranlegen, weil ich eben noch die eine Ressource übrig hatte. Und Liebermann legt's direkt an. Also, man benutzt die Ressource, wenn sie gerade da ist. Jetzt wird er nicht angreifen. Wäre auch ziemlich dämlich gewesen. So, jetzt kann ich mal wirklich angreifen, denn ich kann erstmal das hier zerstören. So. Oh, jetzt hat er aufgegeben. Okay, dann machen wir weiter. Wenn der blocken sollte, dann bekommt mein Malakirkeuler eine Marke. Tja. Ich muss jetzt so wirklich bloß darauf achten, dass ich nicht gewinne, bevor ich die 6 Marken voll habe. Im Prinzip reicht es mir auch schon, meinen segensreichen Riesen rauszuholen. Und ja, wen verstärken wir damit jetzt? Ah, Moment mal. So. Da kommt er auf 5 und er braucht nur 6 beim Angriff, deswegen sollte es eigentlich zählen dann auch. Sicherheitshalber warte ich noch ab. Ich würde auch gerne mit jemandem mit. Eigentlich ist das vollkommen unsinnig, jetzt abzuwarten. Ich hätte jetzt gewonnen schon. Wäre in Ordnung gewesen. Ah, jetzt hat er noch eine Marke bekommen. Er hatte noch gar keine Ruhmvollmarke. Das heißt, jetzt hat er auf jeden Fall den 6er Bonus. Also Bonus in Anführungszeichen. Ist natürlich kein Bonus an sich für den. Yay, Auraschöpfer. Dann holen wir uns das hier doch nochmal. Einfach weil wir können. So, jetzt hat er 7, 8, 9,
wird er zufügen, plus die 4, das sind insgesamt 13, auf minus 9 kriegen wir ihn runter. Was? Moment mal. Irgendwie habe ich komisch gerechnet, ne? 7... Wo hat der jetzt den einen her? Oh, es zählt ja eh nur der Erstschlag, okay. Und ich habe irgendwas ganz komisch gerechnet gerade, ich weiß nicht was. Yay, 20! Ranglistenplatz auf 2, juhu! Und die Marken... Ah, die Quest habe ich auch noch geschafft, sehr gut. Jetzt gehen wir sicherheitshalber... Auftretender Ritter, wahrscheinlich weil ich Rang 2 bin. War ich doch schon mal, oder? 6 oder mehr Schaden mit einem mit einer einzelnen Kreatur in Multiplayer-Duellen. Die Frage ist, warum sind das 0 von 500.000? Und ich sehe gerade, wahrscheinlich müsste das nicht mal mit einem in einem Zug sein, sondern insgesamt, aber... Oh, hier sind Erfolge. Cool. Dann kann ich auch gleich mal nachgucken. Moment. Achso, nee, Moment. Das eine war ja ein Steam-Erfolg, das andere ein Erfolg hier. Aber ich habe schon eine ganze Menge, ne? Hey, das kenne ich. Das ist auf dem... das ist das Bild einer Karte, die ich habe im RL. Okay. Ich bin fast sicher, dass ich trotzdem demnächst das Geld hierfür bekommen werde. Was ganz gut ist, weil dann reicht eine mittlere, um mir noch ein... Deck zu um noch einen Booster zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute noch weiterspielen werde oder erst wieder morgen. Ich bin schon wieder im totalen Verzug, was meine Videos angeht. Ich brauche mal wieder größere Sessions, bei denen ich ein paar Stunden hintereinander spiele. Aber das Zeitmanagement, jetzt habe ich mir auch noch WoW geholt und WoW war schon immer ein riesen Zeitfresser bei mir. Okay, ich soll gar nicht so viel reden, wenn ich nicht in Duels bin. Das wurde mir in den Kommentaren gesagt und ich versuche mich auch dran zu halten, aber ich schaff's nicht. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht. Lebt wohl, kommt zurück. Hinterlasst Kommentare. Adios.